Die Ausgrabungsstätte in Gerden sieht genauso aus, wie man es aus Filmen kennt. Große Flächen des Bodens wurden abgetragen. Überall findet man kleine Schilder, die Befunde markieren, und quadratische Löcher im Boden zeugen von gefundenen Schätzen. Die Grabungen am Bünteweg enthüllen eine vergangene Zeit. Bis jetzt wurden Langhäuser, Vorrats- und Abfallgruben, ein Flechtbrunnen und ein Töpferofen aus der späten römischen Kaiserzeit entdeckt. Doch bevor hier etwas Spannendes gefunden werden konnte, musste erst einiges geschehen. Der Fundplatz selber ist bei Erschließungsmaßnahmen dieses Gewerbegebiets hier in Gerden bekannt geworden. Die HRG vermarktet dieses ganze Gewerbegebiet und hat uns den Auftrag erteilt, die archäologischen Untersuchungen durchzuführen. Der Bagger hat den Oberboden, der hier ziemlich mächtig ist, mit einer Schaufel abgezogen. Und wir haben uns dann unsere Arbeitsfläche, unser Planum erstellt, auf dem wir die B-Funde, also Verfärbung im Boden, erkennen können. Und diese Verfärbung untersuchen wir dann eben Schritt für Schritt weiter. Was in Gerden ausgegraben wird, ist aber keine x-beliebige Siedlung. Die zuständigen Archäologen haben Beweise dafür, dass es sich um die germanische Oberschicht handelt, die hier lebte. Es ist eine überregional bedeutende Schlüsselfundstelle. Was ist das Besondere daran? An dieser Ausgrabung ist besonders, dass wir hier einen Siedlungsplatz haben aus der sogenannten römischen Kaiserzeit, also aus den Jahrhunderten vom 3. bis vielleicht ins 6. Jahrhundert nach Christus. Und zum einen, dass wir diese Siedlung relativ komplett ausgraben können, dass wir Wohnbebauung haben, dass wir Grubenhäuser haben, also das ganze Leben und Handwerken der Menschen in der damaligen Zeit. Und als i-Tüpfelchen sozusagen haben wir hier eben auch nachweisbar römische Importe. Die Funde, die wir hier haben, vor allen Dingen die Drehscheibenware, aber auch einzelne Objekte, die eindeutig aus römischer Produktion sind, wie zum Beispiel die Terra Sigillata oder auch das römische Glas, deuten darauf hin, dass hier jemand saß, der über weitreichende Kontakte verfügte, der auf Rohstoffe Zugriff hatte und der letztendlich der Oberschicht angehört hat. Und wir nennen das in der Archäologie, weil wir eben nicht wissen, wie sich die Leute selbst genannt haben, einen Big Man. Die archäologischen Untersuchungen sind dabei längst nicht abgeschlossen. Erst ein kleiner Teil des Bodens der Ausgrabungsstelle ist bisher erforscht worden. Man kann also abwarten, bis in Gerden wieder ein interessanter archäologischer Schatz gefunden wird. Nach Abschluss der Untersuchungen werden die Flächen dann, wie eigentlich geplant, in das Gewerbegebiet Bünteweg verwandelt.